Liebe Leute, das habt ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen, aber gehört. Und zwar Earbuds. Ja, da kommt Musik raus, aber Earbuds in ihr Kopfhörer mit einem Display an diesem Ladekoffer. Was das alles soll? Naja, Technax Germany, Musikman, langer Name, ProBTX72. Ein viel zu langer Name, aber dafür wird mein Testbericht umso kompakter. Hier soll es gehen, Musikman, und zwar mit Display. Viel Spaß. Ja, liebe Leute, was soll der ganze Quatsch? Earbuds sind ja schön und gut, aber Technax Germany, Musikman, hat sich gedacht, Mensch, wir bauen mal einen Ladekoffer, wo wir hier ein Display integrieren. Das habe ich bisher so noch nicht gesehen. Deswegen habe ich gesagt, gib mal her, ich will es mal ausprobieren. Und ich muss gleich spoilern, das hat mich doch ein bisschen positiv überrascht. Aber am besten gehen wir der Reihe nach durch. Musikklang. ANC, aktive Geräuschunterdrückung, hat das Ding auch. Und vor allen Dingen, macht das überhaupt Sinn, wenn ich hier ein Display verbaut habe? Also, legen wir los. Wenn ich Musik hören möchte, nehme ich meinen Musikman und klapper das auf und stopfe mir die Ohrhörer ins Öhrchen. Aber bevor wir zur Klangqualität kommen, müssen wir erstmal das ganze Ding preislich einordnen. Denn das ganze Ding kostet nur 25 Euro. Und für 25 Euro darf ich jetzt keine große Sprünge in der Klangqualität erwarten. Wenn ich mir diese Dinger hier reinstopfe und höre Musik mit Musik, YouTube Music oder Spotify oder wie die Dinger nicht alle heißen, dann kann ich unterwegs Musik hören. Die Musik klingt in Ordnung. Sie ist jetzt nicht so basslastig, jetzt nicht so phänomenal gut wie die ganz anderen Konkurrenz. Sie geht für meinen Geschmack in Ordnung. Wenn ich in ruhiger Umgebung hier zum Beispiel Musik hören möchte, dann ist die Musik sehr angenehm. Sobald zum Beispiel AC/DC oder weiß ich nicht was, bum 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 auf die Ohren kommt, dann können die Dinger nicht ganz mithalten. Aber ich muss sagen, für die Preisklasse spielen sie schon oben mit. Wenn ich andere die Konkurrenz vergleiche, die jenseits der 100 Euro kosten, können die Dinger nicht mithalten. Aber für den Alltag, wenn ich zum Beispiel YouTube gucken will, ein Video gucken will, eine Dokumentation, oder ich höre mir, und ich bin jetzt kein Musikliebhaber in dem Sinne, dass ich die besten Töne haben will, dann gehen die Dinger vollkommen in Ordnung. Damit kann man gut Musik hören, auch unterwegs, in der U-Bahn zum Beispiel oder im Regionalzug oder weiß ich nicht was. Aber, und jetzt kommt's, die Dinger haben auch ANC, aktive Geräuschunterdrückung. Und diese aktive Geräuschunterdrückung, ja, was soll man bei 25 Euro erwarten? Sie gehen in Ordnung, die Geräusche werden so ein bisschen herausgefiltert, man wird abgeschirmter von der Umwelt, ja, aber so ein ANC hier in diesen Dingern, naja, so stark sind sie nicht, man muss es sagen. Also fürs Musikhören gehen sie vollkommen in Ordnung, die Qualität, die Preis-Leistung, und das ANC, ja, es ist so einen Schritten besser. Also da machen wir uns nichts vor. Das ist jetzt kein High-End-Produkt, sondern das ANC ist da. Wir haben auch einen Modus, und der nennt sich Pass-Through, also diese Wahrnehmungsmodus, damit die Umgebungsgeräusche besser wahrgenommen werden können. Das heißt, die Lautstärke wird dann nochmal verstärkt, die Außengeräusche, zum Beispiel, wenn man sich im Straßenverkehr sich verhält. Diesen Modus finde ich persönlich absolut nicht brauchbar, denn man hat so ein Grundrauschen, als würde man jedes Mal mir ins Ohr pusten. Da muss ich sagen, dieses Pass-Through oder diese Wahrnehmungsmodus kann ich hier leider nicht empfehlen. Aber dieses ANC, um die Musikqualität, die Soundqualität geht aus meinem Geschmack für den Preis in Anbetracht des Preises in Ordnung. Die Earbuds von Technax Germany Musikman sind so länglich, so eine Stäbchen-Varianten, und wenn ich sie mir ins Öhrchen reinmache, dann haben sie einen richtig guten Halt. Wenn ich damit unterwegs bin, ich gehe zum Beispiel joggen und so, habe ich nicht das Gefühl, dass die Dinger rausfallen. Also sie haben einen sehr guten Halt. Wenn ihr das sehen könnt, diese Stäbchen haben auch eine Touch-Steuerung, also eine Gestensteuerung, nicht eine Gestensteuerung, eine Tastensteuerung. Wenn ich diese hier anfasse, kann ich lauter leiser machen, den nächsten Titel anwählen, zurückspulen und so weiter. Das hat mit Negern richtig gut funktioniert. Also die Tasten hier, die integriert sind, diese Touch-Steuerung, ja, Touch-Steuerung, sagt man ja dazu, das hat wirklich gut funktioniert. Allerdings kann ich die Tasten nicht beliebig belegen. Das heißt, die sind fest integriert. Ich habe jetzt keine App gefunden, wo ich die Tasten nochmal neu belegen kann oder anders belegen kann. Aber die Gesten, die Touch-Steuerung an diesen Dingern waren richtig, naja, waren angemessen, sagen wir mal. Waren angemessen. Ich kann auch mit den Musikmännern telefonieren, wenn ich die drin habe. Es ruft mich einer an. Ja, dann kann ich einen Anruf annehmen. Der Gegenüberliegende versteht mich
standardmäßig. Ich möchte damit jetzt keine langen Telefonate führen. Die Klangqualität der Gegenüberliegenden, der mich angerufen hat, in der klingt unter den Umständen kristallklar. Ja, der klingt deutlich. Der Gegenüberliegende, wo ich reinquassel in diesen Dingern hier, der versteht mich auch. Aber für meinen Geschmack sind das keine Earbuds, wo man stundenlang telefonieren möchte. Ganz kurze Telefonate mal. Ich bin jetzt da. Ich komme gleich. Für kurze Videokonferenzen geht das in Ordnung. Auch hier wieder in Anbetracht der Tatsache, dass die Dinger nur 25 Euro kosten. Diese Innovation an der Ladebox besteht ja darin, dass wir hier ein farbliches Display haben, und zwar ein multifunktionales Touchscreen an der Ladebox. Und das sieht sie so aus. Wenn ich das Ganze aufgeklappt habe, ich habe meine Ohrhörer ins Öhrchen gestopft, kann ich jetzt hier die Steuerung vornehmen, dass ich die Display sperre. Und wie ihr gerade sehen könnt, damit könnte ich jetzt meine Musik starten. Das wäre jetzt der Song, der jetzt hier bei mir, beim YouTube Music jetzt hinterlegt worden ist. Das heißt, hier ganz unten könnt ihr sehen, Streets of Philadelphia von Bruce Springsteen. Wenn ich jetzt hier starte oder pausiere, dann wird die Musik gestartet. Das heißt also, wenn ich den nächsten Titel haben will, kann ich diese Touch-Steuerung an den Earbuds den betätigen, oder ich verwende ganz einfach hier diese Ladebox als, sage ich mal, als Fernbedienung. Ich kann natürlich das Ganze auch stoppen. Ich kann den nächsten Titel anwählen. Natürlich alles in Anlehnung mit dem Streaming-Dienst, den wir gerade verwenden. Und ihr könnt gerade sehen, er hat auch den nächsten Titel hier gerade genommen. Machen wir den nächsten Titel. Sehr schön. Jetzt Moonlight Shadow hat er genommen. Sehr schön. Ansonsten, wenn ich jetzt hier weiterwische, könnt ihr sehen, ich kann auch die Lautstärke regeln. Ich kann lauter leiser machen. Das heißt also, ich muss nicht mein Smartphone verwenden, um laut leiser zu machen, oder hier generell die Earbuds, sondern kann das alles an der Ladebox steuern. Wenn ich weiter wische, könnt ihr sehen, dass ich den ANC-Modus aktivieren kann. Ich kann ihn außen einschalten, und ich habe noch diesen Pass-Through-Modus, den ich vorhin gerade beschrieben habe, den ich nicht so dolle finde. Das wäre die rechten Kategorien. Also meine Auswahl wäre immer ganz links oder zweite von links. Nächste können wir sehen, wir haben verschiedene Equalizer, die wir einstellen können. Ja, kann man machen, Rock, Pop, Classic und so. Also die besten Ergebnisse habe ich persönlich erzielt mit der Kategorie, mit dem Equalizer normal. Wenn ich weitermache, kann ich mir auch eine Timer stellen. Das sind jetzt ganze Features, die nichts mehr mit Musik zu tun haben. Ja, kann ich machen. Ich kann mir einen Timer stellen, und der Timer sagt mir dann Bescheid. Ja, sehr schön. Ich kann die Helligkeit des Displays einstellen. Ich kann die Sprache einstellen, die Displaysperre, wie sie denn aussehen soll. Ja, gut, ich kann die Kopfhörer finden, die Ohrhörer finden. Das ist ein nettes Feature. Das heißt also, ich muss sie nicht mehr unbedingt suchen. Ja, kann ich machen. Sehr, sehr schön. Und ich kann mir auch die Uhrzeit einstellen. Ist ja wunderbar. Das heißt, ich habe eine Smartwatch ungefähr hier so drin in der Art. So, und jetzt kommt eine Kategorie, die ein bisschen sehr, sehr spezifisch ist. Was bedeutet dieses Herzchen? Wenn ich jetzt Smartphone jetzt habe und ich bin zum Beispiel Social Media bei Instagram zum Beispiel, passt mal auf, wenn ich jetzt hier weiterwische, dann kann ich den nächsten, dann wird hier weiter runtergescrollt. Das heißt also, diese Ladebox hier von Music Man hat auf mein Instagram zugegriffen, und ich könnte jetzt mir die nächste Instagram Story, die nächsten Reel oder weiß ich nicht was anzeigen lassen. Und wenn mich das jetzt interessiert, könnte ich jetzt hier raufklicken, könnte sagen Herzchen, und habt ihr gerade gesehen, ja, habe ich geliked. Ja, sehr schön. Wenn ich eins weitermache, ja, da kommt ein Titel oder vielmehr so ein Beitrag von einem Glatzkopf aus Grünheide, von Zeppel Power. Gut, das könnte ich natürlich ein bisschen narzisstisch sein, habe es so toll gemacht, like ich einfach mal und könnte damit einfach, wenn ich mein Smartphone nicht per Hand bedienen möchte, sondern möchte diese Ladebox als Fernbedienung verwenden, dann könnte ich damit steuern und könnte damit auch Likes weiter verteilen. Das habe ich auch ausprobiert mit anderen Social Media Apps, funktioniert auch. Ob man das benötigt, Naja. Was mir persönlich aber gut gefällt, und da bin ich auch ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier die Kamera starte, gehe jetzt eins weiter, könnte ich zum Beispiel die Aufnahme starten oder vielmehr ein Foto machen. Da könnt ihr sehen, er zählt runter, hat ein Foto gemacht,
Oder aber auch, ich kann damit ein Video aufnehmen. Das heißt also, ich kann mein Handy irgendwo hinstellen und kann damit dann das Video starten und er startet gerade die Aufnahme. Das heißt also, ich habe gerade aufgenommen als Fernbedienung, ja, und kann damit wieder die Aufnahme beenden. Ja, schönes Zusatzfeature. Das ist also die Innovation von Technax Music Man, dass ich hier ein Display verbaut habe. Ich kann damit meine Musik steuern, ich kann Social Media steuern und ich kann meine Kamera steuern. Naja, das zweite finde ich eher so ein bisschen, braucht man nicht. Aber die Musik auszuwählen, den nächsten Titel leiser zu stellen und so weiter, muss ich persönlich sagen, finde ich gar nicht verkehrt, denn man muss nicht mehr an diesen Stäbchen rumreiben, sondern kann das einfach als Fernbedienung 0.8 verwenden. Das muss ich sagen, ist ganz schick. Auch, dass ich damit mein Smartphone eventuell die Kamera starten kann. Ja, habt ihr ganz gut gemacht, ganz gut gemacht, aber wir sollten den Fokus nicht verlieren, dass das Ding eigentlich zum Musikhören gedacht ist. So, und na klar, hier sind 300 mAh Akku verbaut in den Dingern hier in der Ladebox. Und wie lange halten die durch? Technax schreibt bis zu 4 Stunden. Wenn ich diesen ANC aktiviert habe, der nicht so bombastisch ist, aber der noch irgendwo in Ordnung geht, die Preis-Leistungsklasse, komme ich persönlich auf 3,5 Stunden maximal Musik hören am laufenden Band oder wenn ich dann halt bei YouTube mir Filmchen oder Dokumentation anschauen möchte. 3,5 Stunden finde ich ein bisschen, naja, nicht so dolle, aber ich finde, es ist irgendwo noch so im grünen Bereich, nicht mehr, ist schon so Graubereich, aber ich finde, es geht noch in Ordnung. Wenn ich die Ohrhörer dann wieder hier rein tue und sie sind komplett entladen, dann brauchen sie circa 1,5 Stunden wieder zum Aufladen, aber wenn man unterwegs ist, man ist pendelt zur Arbeit, man hat die Dinger, sage ich mal, schon da drinne und tut sie wieder rein für ein paar Minuten, dann reicht es eigentlich aus. Aber wer jetzt nach, keine Ahnung, im Flieger sitzt für mehrere Stunden lang, da könnten 3,5 Stunden schon ein bisschen eng sein. Das ist so ein kleiner Minuspunkt, aber ich muss sagen, reicht eigentlich aus. Was mir aufgefallen ist, ihr könnt ja hier sehen, wir haben eine Anzeige, wie groß die Ladekapazität noch von der Ladebox ist und von den Ohrhörern ist. Mir ist aufgefallen, wenn das Ganze irgendwo in der Ecke liegt und wird am Tag nicht verwendet, der ist dann Beiverbrauch der Ladebox beträgt ungefähr 5 bis 6%. Sind am Tag nur im Standby. Nur im Standby, naja, ist schon ein bisschen happig, aber ansonsten geht es in Ordnung. Wir haben Bluetooth 5.3. Ich hatte immer eine stabile Verbindung gehabt, zu meinem Smartphone hier gehabt, gar kein Problem, das hat funktioniert. Also, Gesamtfazit muss ich sagen, Technax Germany gut gemacht, beziehungsweise ist ja nur der Vertrieb hier in Technax generell, Music Man. Kann ich persönlich weiterempfehlen. Derjenige, der gerne an seiner Ladebox gerne rumtippern möchte, dann macht es. Würde das ganze Ding hier 200, über 150 € kosten, würde ich sagen, nee, lass mal. Aber für 25 € macht man eigentlich, es ist ja so eine Kategorie Gadget eigentlich, da macht man eigentlich nichts verkehrt. Wer sein Smartphone nicht mehr in die Hand nehmen möchte, um den nächsten Titel auszuwählen, der auch nicht an diesen Stäbchen hier reiben möchte oder drücken möchte, der kann das hier verwenden. Also für 25 € muss ich sagen, stimmt hier eigentlich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Tolles Touchscreen-Steuerung, ja, kann man machen, einfachste Art, aber warum nicht? Warum nicht? Der Sound ist in Ordnung in Anbetracht des Preises und der ANC, ja, Minuspunkte gibt es von mir. Diese Pass-Through, dieser Wahrnehmungsmodus, der ist einfach, ja, den würde ich nicht verwenden. Das ist so, wie als würde mir jemand ins Ohr pusten. Ist nicht so dolle und die Akku-Performance, also die Laufdauer, die Spieldauer, für meinen Geschmack 3,5 Stunden für den Pendel zur Arbeit hier zu Hause geht in Ordnung, geht in Ordnung. Das war's. Winke, winke, bis zum nächsten Mal.